Hallo und herzlich willkommen bei Thomas kocht. Heute machen wir ganz, ganz leckere und super einfache Reibekuchen oder Kartoffelpuffer. Und dafür brauchen wir eigentlich nichts anderes als Kartoffeln. In dem Fall verwende ich hier vorwiegend festkochende, aber ihr könntet sie auch nur mit festkochenden Kartoffeln machen. Ich habe meine Kartoffeln hier schon mal geschält. Dann optional könnt ihr noch ein wenig Zwiebel reinreiben, Muskatnuss, Salz, Pfeffer und Öl zum Braten. Und wer möchte, könnte optional noch ein Ei verwenden. Das mache ich aber in der Regel nicht. So, als erstes reiben wir mal unsere Kartoffeln. Ich nehme hier eine ganz normale Vierkantreibe und reibe sie hier auf dieser Seite auf. Diese ganz feine Seite, die nehme ich eigentlich nicht. Da habe ich mir schon so oft die Finger aufgerieben. Und hier hat man noch ein bisschen Struktur auch in der Kartoffel, was ich eigentlich sehr gerne mag. Wer hat, kann natürlich auch eine Maschine dafür verwenden. Wenn man diese Seite verwendet und ein bisschen vorsichtig ist, kann man in der Regel auch den kompletten kleinen Rest auch mit aufreiben. Denn diese Seite ist nicht so scharf. Diese Seite hier dagegen ist sehr, sehr scharf. Also wenn man ein bisschen vorsichtig ist, kriegt man die Kartoffel wunderbar dadurch. Dann gebe ich meine Kartoffeln in ein Sieb. Ein feines Sieb. Ihr könntet sie auch mit einem Tuch auspressen, aber ich möchte sie bewusst gar nicht so super trocken haben, denn die Flüssigkeit hilft mir auch ein bisschen, nachher in Form von Dampf, dass die Kartoffel besser auch gart. Deswegen einfach grob ein bisschen mit der Hand ausdrücken. So, was ich jetzt noch vergessen habe, ist die Zwiebel. Die reibe ich mir jetzt hier auch rein, deswegen Zwiebel immer ganz lassen und ich reibe jetzt hier, mir reicht jetzt hier die Hälfte. Die Flüssigkeit, ganz wichtig, die wir uns aufstellen, ist kurz beiseite. Warum? Das seht ihr gleich. Und die Kartoffeln, die habe ich jetzt wieder zurück in die Schüssel gegeben. So, und die Masse, die würzen wir einfach mit Salz, nicht zu geizig sein, Pfeffer aus der Mühle, Muskatnuss. Und ich empfehle euch wirklich, nehmt immer frisch geriebene Muskatnuss. Das schmeckt so viel besser als fertig geriebene. So, und dann mischen wir das Ganze durch. So, und an der Stelle ist es auch gut, dass die Masse nicht zu trocken ist, denn dann lassen sich die Kartoffelpuffer viel besser formen. Ihr könntet jetzt, wie gesagt, noch ein Ei mit dran geben. Das hat den Vorteil, dass die Masse ein wenig homogener wird. Aber für die Bindung braucht man es nicht, denn die Kartoffel, die Stärke, das hält alles wunderbar zusammen. So, und jetzt kommen wir zu dem Wasser. Denn da setzt sich die Stärke drin ab. Das gießen wir jetzt vorsichtig ab. Ja, hier kann man sehen, wie sich die Stärke an dem Boden abgesetzt hat. Und genau die Stärke wollen wir wieder in unserer Kartoffelmasse drin haben. Ja, wenn ihr hier reinschaut, das ist feinste, selbstgemachte Kartoffelstärke. Ich gebe jetzt meine Kartoffeln zurück auf die Kartoffelstärke. Das ist deutlich einfacher, als wenn man es andersrum machen würde. Und die Kartoffelstärke, die sorgt dafür, dass das Ganze noch ein bisschen knuspriger wird nachher. Wir fangen an mit einem großzügigen Schluck Öl. Ich nehme hier in dem Fall Rapsöl. Und das lassen wir erstmal gut heiß werden, denn sonst saugen sich die Kartoffelpuffer zu stark mit dem Öl voll. Wenn das Öl schön heiß ist, dann wandern die Kartoffelpuffer rein. Das könnt ihr mit einem Löffel machen oder mit einer Suppenkelle auch. Und jetzt wichtig, gleich die Hitze runterdrehen, sodass wir auf moderater Hitze die Kartoffelpuffer schön langsam und gleichmäßig braten. Bei der Wahl der Pfanne ist eine dicke Pfanne sehr hilfreich. Ich benutze hier eine beschichtete, die hat einen dicken Boden und die leitet die Hitze schön gleichmäßig. Es geht natürlich auch mit Edelstahl und Gusseisen, muss man nur ein bisschen mehr aufpassen. Wichtig ist, dass ihr sie wirklich schön langsam bratet, bis sie eine Kruste bekommen. Und dann lösen sie sich auch in der Regel ganz von alleine in der Pfanne. Also nicht zu viel versuchen, hin und her zu bewegen. Zeit geben. Und wenn ihr, wie gesagt, eine beschichtete benutzt, dann habt ihr das Problem sowieso nicht. Ich verlinke euch meine Pfannen unten in der Beschreibung. Und da könnt ihr mit einem Produktcode sogar noch 10% sparen. So, wenn die Rösti schön Farbe haben, dann drehen wir sie um. Die schauen gut aus. Ich weiß, ich sage immer Rösti, aber ich meine Kartoffelpuffer. Ja, hier muss man pro Seite schon etwa 5 Minuten rechnen.
Wenn die Rösti von beiden Seiten schön knusprig sind, dann geben wir sie auf ein Küchenpapier zum Abtropfen, damit das überschüssige Fett rauskommt. Und dann geht's weiter mit der nächsten Ladung. So, wunderschön knusprig sind die geworden. Ich muss gestehen, als Kind mochte ich die nie. Mittlerweile liebe ich es. Und hört euch das an. Ich weiß nicht, ob man es hören kann, aber wunderbar knusprig. Lecker. So, und die könnt ihr zum Beispiel essen. Ich kenne es als Kind mit Apfelmus. War nicht mein Leibgericht, aber mittlerweile mag ich es ganz gerne. Oder, wenn ihr es lieber herzhaft möchtet, mit Lachs und Creme fraiche. Richtig, richtig genial. Oder eben als Beilage, zum Beispiel für Entenbrust. Oder eben auch für das Pfeffersteak. Das verlinke ich euch da oben. Also aus Kartoffeln kann man so viel leckere Sachen machen. Unglaublich. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne eure Lieblingsvariante in die Kommentare. Was esst ihr am liebsten zu Rösti? Und wenn ihr neu bei meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich riesig über ein Abo. Und natürlich auch, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. So, dann sage ich tschüss, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.